Beyoncé ist gerade in England auf Tour. Zwischen zwei Konzerten hat sie sich in London bei einer ausgiebigen Shopping-Tour entspannt. Im Duett mit Shakira geht es einen Platz runter auf die 10. Beautiful Liar. Marquez stecken gerade mitten in den Aufnahmen zu ihrem zweiten Album. Darauf gibt's noch mehrere Sommerhits der Marke Vayamos Compañeros. Einen Platz rauf auf die 9. Doch ist Lafays persönliche Abrechnung mit allen Mistkerlen dieser Welt. Damit spricht sie mal wieder vielen aus dem Herzen. In den Charts verteidigt sie diese Woche Platz 8. Schlechte Nachricht für alle Bon Jovi-Fans. Gitarrist Richie Sambora hat sich jetzt in eine Suchtklinik einliefern lassen. Auch aus den Charts gibt's wenig Erfreuliches. You Want to Make a Memory fällt auf die 7. Das schafft nur Nelly Furtado. Die Kanadierin ist jetzt seit über einem Jahr konstant in den Top 20 der deutschen Singlecharts vertreten. Ihr aktueller Hit macht diese Woche wieder einen Platz gut. Say It Right auf Platz 6. Überraschendes Bekenntnis von Timbaland. Der Hip-Hop-König steht privat auf rockige Klänge. Er ist zum Beispiel ein Riesenfan von Metallica. Mit Nelly Furtado und Justin Timberlake geht es eins rauf auf die 5. Give It To Me. Pink ist gerade sehr erfolgreich in Australien unterwegs. Dort hat sie sogar den Rekord von Kylie Minogue gebrochen für die bestbesuchte Tournee Down Under. Bei uns feiert sie mit Dear Mr. President Erfolge weiter auf Platz 4. In seiner Heimat Österreich hat es DJ Ötzi sogar noch doller getrieben als bei uns. In den Ösi-Charts war ein Stern 14 Wochen lang an der Spitze. Bei uns steht wie in der Vorwoche Platz 3 für DJ Ötzi und Nick P. Superstar Mark Medlock hat seine erste Tour durch Deutschland gestartet. Ein Höhepunkt wird das große Open Air mit Lionel Richie im Juli. Now or Never bleibt unverändert auf der 2. So, liebe Freunde, und damit ist ja wohl klar, was jetzt kommt. Die Nummer 1. Aber erst nach einer kurzen Pause. Ja, seid ihr fast drauf reingefallen, ne? Bleibt dran, bis gleich. Willkommen zurück im Viva Hauptstadtstudio mit dem amtlichen Endergebnis des Top 100 Rankings. Rihanna holt sich zum zweiten Mal in Folge die Nummer 1 in den deutschen Singlecharts, zusammen mit ihrem Labelboss Jay-Z. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich sind bei dem Duett auch gleich wieder ein paar Gerüchte hochgekommen. Rihanna und Jay-Z hätten nicht nur eine geschäftliche Beziehung, nee, das soll angeblich noch ein bisschen mehr gelaufen sein. So knick-knack-mäßig, ne? Darauf Rihanna, nö, ist doch alles Quatsch, der Jay-Z ist nur ein guter Kumpel von mir. Und ganz ehrlich, das hätte ich an der Stelle von der Rihanna auch gesagt, weil sonst gibt's Tussi-Terror mit der Beyoncé. Auf jeden Fall haben die beiden einen absoluten Mega-Hit aus der Hüfte geschossen. Umbrella verteidigt die Spitzenposition in den deutschen Singlecharts. Das war's von mir für diese Woche. Jetzt kommt Rihanna mit Umbrella. Nächsten Freitag gibt's eine neue Runde Top 100. Ich wünsche euch noch ein geniales Restwochenende. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut mal rein und tschüss.